9. August 2014. Am Hamburger Hauptbahnhof steht eine Gruppe bunt verkleideter und maskierter. Einige verteilen ein comicartiges Faltblatt. Ihr seid gegen Scientology oder was? Ja. Wieso maskiert ihr euch? Weil Scientology ihre Kritiker verfolgt. Und stalkt. Sind die so gefährlich? Ja. Seid ihr schon mal verletzt worden? Eine Scientology-Mitarbeiterin soll einer maskierten Demonstrantin gegen den Kopf geschlagen haben. Dabei sei die Maske zerbrochen. Auch die Maske ist zerbrochen. Und ihr könnt denen nicht mit denen sprechen, oder was? Nein. Aha. Die lassen nicht mit denen sprechen. Aha. Interessant, ja, okay. Und ihr marschiert jetzt rüber zu der Zentrale, oder was? Ja, gleich geht's los. Und die wissen noch nicht, dass ihr kommt, oder was? Doch, das wissen die. Ja, da wissen sie schon. Fazit: eine Art Räuber- und Gendarmspiel. Die vermeintlichen Räuber, wild romantisch kostümiert und maskiert, machen sich auf den Weg zur Scientology-Zentrale in Hamburg. Die Gegner Scientology sind nicht maskiert, gelten aber als besonders gefährlich. Die Ziele der Scientology-Gegner scheinen darin zu liegen, a. Scientology lächerlich zu machen, siehe Vorwurf UFO-Sekte, b. Scientology als gefährlich hinzustellen. Dieser Vorwurf geistert wie eine Leierkastenmelodie seit Jahrzehnten durch unsere Feuilletons. Mir scheinen die Scientology-Gegner selber wie eine Sekte zu sein. Wer finanziert sie? Es ist political correct und schick, gegen Scientology zu sein.